Unser Gästehaus Moskau. Willkommen in Fürstenberg. Ich habe die Figur sowieso sofort auch verstanden und gefühlt. Und ich wusste einfach, dass es ein guter Moment ist, dass es für mich auch als Schauspielerin, aber auch als Mensch was Besonderes sein könnte, mich auf diese Reise zu begeben. Ja, und sie ist, glaube ich, eine dieser Figuren oder dieser Menschen gewesen, die wirklich an das gute Ideal der ursprünglichen kommunistischen Idee geglaubt haben. Und das ist eine schöne Idee. Natürlich, wenn ich Sie jetzt frage oder irgendwen hier im Raum, würden wir alle gerne in einer gleichberechtigten, gerechten Welt leben? Absolut. Und vielleicht ist genau deswegen immer wieder ein Blick zurück in die Vergangenheit auch von höchster Wichtigkeit, damit man sich einfach nochmal dessen bewusst wird, was das dann auch für Konsequenzen haben kann oder nicht und wie wichtig ist, dass wir alle zusammenhalten. Wir haben eure künftigen Arbeitsstellen entsprechend eurer Berufe vor eurer Emigration in die Sowjetunion ausgesucht. Eure neue Direktorin. Verrate uns, wo du herkommst. Aus der Sowjetunion. Also wenn das kein Grund zum Anstoßen ist. Herzlichen Glückwunsch zu einem der ersten Fernsehgeräte der DDR. Was ist ein Fernsehgerät? Naja, die Zukunft. Zum Abschluss unterschreib bitte hier. Hiermit verpflichte ich mich, weder mündlich noch schriftlich über meinen Aufenthalt in der Sowjetunion Auskunft zu geben. Ich war 10 Jahre in einem sowjetischen Lager. Das hier, das ist ein Lager. Er ist Buchenwald. Jetzt sagen Sie mir doch mal einfach, wer hinter diesen Lügen und Verleumdungen steckt, die Sie hier verbreiten. Kein Brief, nicht eine Zeile in all den Jahren. Du hast gesagt, es wird eine Zeit kommen, in der wir über alles sprechen können. Aber nicht jetzt. Wann, wenn nicht jetzt? Sag mir die Wahrheit. Das ist nicht mein Land, Antonia. Ich gehe nicht fort. Warum? Weil sonst alles sinnlos war. Der Dreh, ohne jetzt zu kitschig klingen zu wollen oder so, aber der Dreh hat viel mit mir gemacht und hat eine ganz hohe Bedeutung für mich, ja. Hm. Hat viel mit mir gemacht? Was heißt das? Was ist passiert? Ich glaube, es kamen so unterschiedliche Dinge zusammen. Zum einen hat sich mein eigenes Leben so 2017, hat nochmal so eine andere Wendung auch genommen und war nicht nur, und dann war ich plötzlich so offener für bestimmte Themen. Auch offener für meine eigene Vergangenheit und hab nochmal mit einem anderen angefangen, mit einem anderen Blick auf Dinge zu gucken. Und ich glaube, ich bin dann, als wir dann angefangen haben, Anfang 2018 zu drehen, war ich einfach sehr bereit für diese Dreharbeiten. Ich war so sehr offen und sehr hatte das Gefühl, wenn jetzt ein guter Regisseur kommt und dann wäre ich gerade bereit, ohne große Kontrolle oder so, mich einzulassen auf so eine Geschichte. Also Sie spielen im Grunde schon auf Ihre Familiengeschichte an. Es ist ja auch eine Biografie, wo Sie als Kind die Welten gewechselt haben. Genau. Und das hat, können Sie das vielleicht nochmal sagen, warum Sie das dann in diesem Film wiedergefunden haben? Ja, ich würde Ihnen das nämlich auch gerne konkret beantworten. Also mich hat das natürlich, zum Beispiel war es so, als die Svetlana Schönfeld und ich uns das erste Mal begegnet sind, die Svetlana spielt meine Mutter im Film und unsere Geschichte ist die Geschichte von Svetlana bzw. von Svetlanas Mutter und ohne das jetzt näher beschreiben zu können, aber es war sehr sofort eine sehr emotionale Begegnung. Es war jetzt nicht so, hier ist meine nächste Kollegin oder irgendwie so, sondern es hatte alles eine andere, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass alle am Drehort, dass es nicht nur darum ging, einen möglichst guten Film zu machen, sondern dass alle ein eher persönlicheres Anliegen auch damit hatten oder keiner sich so richtig davon freimachen konnte, wie viel da drin steckt. Können Sie noch mal ein bisschen vielleicht über das, was Persönliche sprechen, wenn Sie da hier von Ihrem Anliegen sprechen sozusagen, weil der Film hat ja eine Botschaft, die man jetzt nicht so sofort greifen kann. Ne? Ja. Das ist ja ein Film über die Vergangenheit im Prinzip. Man kann ja sagen, okay, ist halt Drama von damals. Mich beeindruckt so sehr, und das war auch schon beim Lesen des Drehbuchs ersichtlich und im Film sowieso, die Figuren, die Bernd zeigt, sind ja sehr unterschiedliche Figuren mit sehr unterschiedlichen Motivationen.
Und trotzdem, finde ich, kann man alle nachvollziehen. Man versteht Herrn Silberstein, man versteht Antonia, man versteht Konrad, der von Robert Stadlober gespielt wird. Man versteht die unterschiedlich, man versteht, was diese Ausgangssituation auf so unterschiedliche Art und Weise mit den Menschen gemacht hat. Für die einen vielleicht ins Positive, für andere nicht. Und das hat mich so beeindruckt. Es ist einfach, und dadurch, dass es eben auch die Geschichte meiner Eltern ist, wenn auch ganz anders. Meine Eltern sind 1983, haben sich entschieden, Rumänien zu verlassen. Es muss ein unglaublich schwerer Schritt für meine Eltern gewesen sein, ein unglaublich mutiger Schritt. Der hat wiederum mich natürlich später geprägt. Vielleicht, ich war 4,5, als wir geflohen sind, aber als ich älter geworden bin, habe ich mich natürlich noch mal anders damit befasst. Was haben meine Eltern hatten? Mein Vater war Vizeintendant vom Nationaltheater in Bukarest. Meine Mutter hat an der Uni unterrichtet. Die hatten ein tolles Leben und trotzdem hat irgendwas so fundamental nicht gestimmt, dass meine Eltern dieses Risiko auf sich genommen haben und gesagt haben, wir nehmen unsere 4-jährige Tochter und müssen weg, obwohl wir gerne bleiben würden. Wir haben tolle Freunde hier, tolle. Und die Beschäftigung mit Antonia Berger für mich oder das Spielen, also ich habe die Figur sowieso sofort auch verstanden und gefühlt und ich wusste einfach, dass es ein guter Moment ist, dass es für mich auch als Schauspielerin, aber auch als Mensch was Besonderes sein könnte, mich auf diese Reise zu begeben, diese Rolle zu spielen. Und wie begibt man sich auf so eine Reise? Also ich meine, da muss man ja in Abgründe von anderen Leuten, spricht man da mit vielen oder wie verwandelt man sich das schauspielerisch an? Also ich muss sagen, ich durfte ja mit so vielen und unterschiedlichen Regisseuren arbeiten, aber Bernd und ich haben einfach so gut zusammengepasst. Es gab einen, wie wenn man sich mit jemandem versteht, ohne das jetzt unbedingt genauer erklären zu können oder so. Und wir haben auch keine Anlaufzeit gebraucht, sondern wir waren sofort, es war sofort klar, auch schon durch einen Blick. Und ich habe das einfach sehr genossen von Bernd, der mit großer Genauigkeit und Herz und mit einem strengen Blick, aber immer mit Hilfestellung auch, der hat so wundervoll inszeniert. Ich habe mich einfach selten in meinem Leben so wohl gefühlt an einem Drehort. Ich habe wirklich jeden Tag, ich hatte insgesamt 24 Drehtage von 25 und habe jeden Tag gedacht, vielen Dank, danke, dass ich das machen darf. Ja. Wer kann sowas schon, also wie oft kann man sowas sagen? Ja, ich bin, glaube ich, grundsätzlich dankbar, auch dass ich so tolle Sachen machen durfte, aber die Erfahrung hat mich einfach nochmal völlig, ja. Ja, vielleicht nochmal ein Wort zu der Antonia Berger. Also wenn Sie nochmal ein bisschen den Konflikt, den Grundkonflikt, den sie hat, ja gerade auch mit ihrer Tochter, privat, politisch, irgendwie, wer ist die, warum zerreißt es die? Was so toll ist, ist Antonia Berger und zwei Mitinsassinnen, also drei Frauen, drei sehr unterschiedliche Frauen, stehen plötzlich nach jahrelanger Haft, ungerechter Haft in der Sowjetunion vor irgendwelchen Beamten, die sagen so, und jetzt geht's zurück in die Heimat. Und das waren eben Situationen, die konnte Bernd am Drehort immer so gut erklären. Drei vollkommen unterschiedliche Frauen, die zwar in dieser Situation der Haft gut miteinander funktioniert haben und auch Freundinnen oder einander stützen waren, aber natürlich in dem Moment, wo die plötzlich alle wieder im normalen Leben ankommen, doch einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Meine Figur, Antonia Berger, hat in allererster Linie eine riesige Verantwortung. Sie hat einfach ein Kind im Gegensatz zu den anderen beiden Frauen. Und in dem Moment, und sie ist eben, sie kommt aus einer Familie, ihr Vater war überzeugter Kommunist, ja, und sie ist, glaube ich, eine dieser Figuren oder dieser Menschen gewesen, die wirklich an das gute Ideal der ursprünglichen kommunistischen Idee geglaubt haben. Und das ist eine schöne Idee. Es ist nur leider keine, also bis zum heutigen Tag hat nirgendwo auf der Welt die Umsetzung dieser Idee so tatsächlich existieren können. Aber natürlich, wenn ich Sie jetzt frage oder irgendwen hier im Raum, würden wir alle gerne in einer gleichberechtigten, gerechten Welt leben? Absolut. Das war der eine Ansatz, der hat aber leider nie funktioniert. Und zwar, weil da leider schon zu viele Lügen und dann eben doch keine Gleichheit und keine Gerechtigkeit und so weiter. Und das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr schwer für die Menschen im Nachhinein, ihren Frieden damit zu schließen. Auch gerade, also ich kann nicht glauben, dass es hier in diesem Land passiert ist, ja. Dass diese Mauer gezogen wurde, dass und womit die Leute auch heute noch zu kämpfen haben. Es sind jetzt fast 30 Jahre seit dem Mauerfall vergangen und trotzdem ist es einfach noch so ein bewegendes Thema. Ja. Ein Volk, was einfach so aufgrund von politischen Entscheidungen entzweigeteilt wurde. Und die Antonia Berger will eben auch, glaube ich, auch aus Selbstschutz oder wie auch immer, will nach wie vor an das Gute dieser Idee glauben.
scheitert dann aber letztlich an diesem Abkommen, auf das sie sich einlassen muss, nämlich kein Wort darüber zu verlieren, was ihr in Wirklichkeit passiert ist in diesem Arbeitslager in Vorkuta. Und das geht nicht. Man kann Menschen nicht verbieten, über Gefühle oder Erlebtes zu sprechen. Das funktioniert einfach nicht. Der Mensch geht dann kaputt an sowas. Jetzt haben Sie gerade gesagt, man kann sich gar nicht vorstellen, was in diesem Land passiert ist. Wenn ich mir so Ihre Filmografie anschaue, und zwar die ernsten Rollen, sage ich jetzt mal, dann ist da natürlich der Untergang. Dann war da jetzt zuletzt der Fall Collini, eine gegenwartspolitische Sache, Bader-Meinhof. Und jetzt so ein Film aus dieser Frühzeit der DDR. Mhm. Alles sehr deutsche Frauenrollen, könnte man sagen. Mhm. Wie sehen Sie sich denn so als Darstellerin, ja, sozusagen mit der Deutschen irgendwo? Ja, durch diese beschäftigt Sie das deutsche Thema? Sehr, sehr. Ich fühle mich ja auch als Deutsche. Ich bin zwar Rumänin, aber ich bin genauso nach meinem Empfinden Deutsche. Gleichzeitig muss ich sagen, gerade bei diesem Film, also ich bin über alle Filme, die Sie da genannt haben gerade, total glücklich, dass ich das machen durfte. Ich habe bei all diesen Projekten viel gelernt über Geschichte, aber gerade bei Und der Zukunft zugewandt ist es so, dass ich einfach höchste Dankbarkeit empfinde für das Vertrauen, was Bernd und Svetlana Schönfeld, deren persönliche Geschichte das ist, mir entgegengebracht haben. Finde ich unglaublich, dass sie gesagt haben, okay, diese Rumänin, die hier spielt, die darf das für uns machen. Ja. Das war ein großer Vertrauensbeweis für mich. Mhm. Was beschäftigt sich denn mit Ihnen als Deutsche sozusagen? Ach so, weißt du, ich bin jetzt von Ihrer Frage schon wieder. Tut mir leid. Wenn man sich so mit diesen Rollen, also inkorporiert sozusagen, diese verschiedenen Epochen sozusagen auch der deutschen Identitäten, immer sind ja immer gebrochene Figuren eigentlich. Absolut, ja. Eigentlich ja der Traum eines jeden Schauspielers, ne? Gebrochene Figuren. Also auch Traudel Junge, ich glaube, Schauspieler haben das vielleicht sowieso, wir versetzen uns ja immer in die Gefühlswelten anderer. Dadurch bin ich einfach grundsätzlich auch ein sehr offener Mensch. Es interessiert mich, warum. Ich versuche immer, Leute wenig zu verurteilen. Es interessiert mich eher, warum Menschen dann so sind, wie sie sind, warum sie sich so verhalten. Und natürlich durch diese Rollen, die ich eben auch spielen durfte, das ist einfach faszinierend. Da haben Sie schon recht zu überlegen, warum, wer ist eine Figur wie die Traudel Junge? Ja, was ist das für ein junges Mädchen, die eigentlich politisch total unbefangen, ja, also sie war weder politisch interessiert, es war eine junge Tänzerin, ja, die plötzlich eben vor diesem Adolf Hitler stand und beeindruckt war. Aber wer ist die, was ist das für eine Frau? Und im Gegensatz dazu meine Antonia Berger, ja, was ist das für eine junge Frau, die sowas überlebt, das schafft und dann auch nicht weg will aus der DDR? Man müsste ja eigentlich meinen, und das ist ja auch die Geschichte am Schluss mit diesem Mann, in den sie sich verliebt, mit dem Konrad Zeidler, wenn der sagt, komm, wir gehen jetzt, ich weiß jetzt, was dir zugestoßen ist, wir gehen jetzt. Und genau das geht für sie nicht. Warum? Warum ist das so? Das sind alles Dinge, die faszinieren mich. Und da bin ich reich beschenkt worden als Schauspielerin mit den Rollen, die ich spielen durfte. Ist das jetzt, dass Sie sich denken, okay, das sind tolle Rollen, aber ich würde mal auf dieses Deutsche raus, weil wir gerade auch so wahnsinnig... Vielleicht verstehe ich Ihre Frage nicht so richtig. Unser Deutschsein, über die Spaltung der Gesellschaft reden, wo geht es hin, irgendwie zu der Globalisierung und dann gibt es die Rechten und so weiter. Sind das Themen, die Sie umtreiben? Ja, na klar. Ja klar, ich lebe ja hier. Aber ich glaube, das treibt die ganze Welt um. Also auch unsere Rechten sind unsere Rechten und Linken, aber die Rechten und Linken und alle Gesinnungen dazwischen gibt es ja überall. Es ist eine sehr unsichere Zeit im Moment, ja. 2019. Trotzdem bin ich eher von Natur aus ein positiver Mensch und denke, die Menschheit wird das schon auch wieder in den Griff kriegen. Aber im Moment scheint mir doch alles sehr verwirrt. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind alle so ein bisschen orientierungslos. Es passieren komische Dinge. Und vielleicht ist genau deswegen immer wieder ein Blick zurück in die Vergangenheit auch von höchster Wichtigkeit, damit man sich einfach nochmal dessen bewusst wird, was das dann auch für Konsequenzen haben kann oder nicht. Und wie wichtig es ist, dass wir alle zusammenhalten. Ja, aber es fasziniert mich auch zu verstehen, warum jemand so orientiert ist, warum jemand so orientiert ist. Ja, ich kann jetzt nicht, ich weiß zu wenig über Politik, zum Beispiel in Talkshows oder in einer Interviewsituation oder so. Ich habe selbstverständlich eine Meinung zu allen möglichen Themen, aber ich finde immer, dass man auch
ein Mindestmaß an Wissen haben muss, um bestimmte große Aussagen treffen zu können. Ja. Aber mich beschäftigt das alles sehr und ich hoffe und setze darauf, dass der Mensch letztlich auf sein Herz hört und wir alle zusammengehen nach vorne und nicht rückwärts. Leider hat ja Geschichte immer wieder gezeigt, dass die Menschen lernen für einen Moment und dann wieder vergessen. Ja. Das ist schade. Aber ich setze jetzt mal drauf, dass wir alle nicht vergessen, sondern die richtigen Entscheidungen zusammentreffen. Ja. Vielen Dank. Ja. Dankeschön.